Und da bin ich wieder, Leute. Willkommen zurück bei Mizza und einem ominösen Mönch. Typ. Gesicht verschleiert. Grammatik falsch. Du willst spielen? Du wirst nächsten Raum betreten. Du willst gewinnen? Du wirst rechtzeitig aufhören. Du willst anfangen? 25 Goldstücke. Ja, ich bin bereit. Tür öffnen, Spiel beginnt. Ja, durch die Tür sollte man auch noch kommen. So wie ich das mitgeredet habe, hat das eine bestimmte Reihenfolge und die werde ich jetzt auch verfolgen. Einheitranker. Normalerweise, falls man die falsche Kiste auswählt, bricht der Boden unter einem zusammen und man verliert einen Heiltrank. Worauf ich jetzt keine Lust habe, weil ich sonst das Spiel neu laden müsste. Ein Mana-Trank erhalten. Und dann war das, genau, dann war das schon fertig. Etwas glänzendes liegt auf dem Boden. 35 Goldstücke erhalten. Das glänzende liegt auf dem Boden. 10 Goldstücke erhalten. Also wenn wir sowas Gelbes sehen, sind das immer Goldstücke. In Form von Goldstaub oder gerade Goldbarren. Wie viel Geld haben wir jetzt überhaupt? 234! Yay! Ich weiß, was wir gleich machen. Obwohl, nein. Ein Intelligenztrank erhalten. Ein Elixier erhalten. Oder gefunden. Ich weiß auf jeden Fall jetzt was. Heiltrank. Heilung. Ach Quatsch. Was macht eigentlich der Intelligenztrank? Erhöht die Intelligenz eines Kämpfers temporär. Ja, klasse. Elixier. Vollständige Heilung und Mana. Yeah. Das könnte praktisch sein. So. Ja. What the? Wieso? Habe ich jetzt einen Blick und einen Knick in der Optik gehabt oder sind wir von der einen Tür sofort hierher? Frag nicht, ne? Moment, können wir eigentlich nochmal spielen? Bla 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 bla. Wenn das dann wieder die gleiche Reihenfolge ist, fände ich das cool. Das probieren wir aus. Ja. Wait-Befehle, ganz toll. Speichern. Speicherstand. 8. Und jetzt probieren wir aus, ob das wieder die gleiche Reihenfolge ist. Ich bezweifle es sehr, aber wenn nicht, wir können das Spiel neu laden. Und das ist kein Schummeln. Das Spiel ermöglicht uns das so. Ja, ich bin bereit. Türen offen, Spiel beginnt. Ja. Ja. Ein Heiltrank gefunden. Nein, es ist nicht die gleiche Reihenfolge. Okay, das hätte ich euch jetzt eigentlich zeigen können, wie das aussieht, aber vielleicht werdet ihr es ja sowieso nochmal sehen. Ja, dann sprechen. Dann reden wir weiter. Nein, hätte ich euch zeigen können, aber vielleicht passiert uns das nochmal. Ich weiß nicht, wie oft wir das spielen können. Ja. Tralala, tralala. Ach ja, eine kleine Sache, die mir auffällt. Vorhin Vasenrätsel, jetzt Truhenrätsel. An welches andere Spiel erinnert uns das? Was? Beim Runterfliegen ist etwas verloren gegangen. Ein Heiltrank verloren. Okay, da habt ihr es gesehen. Au. Und ouch. Und wir können da nicht wieder rein. Sieht nach einer Sackgasse aus. Außerdem ist da drin pechschwarz. Ja, Aljut hat Angst im Dunkeln. Dann wisst ihr was. Vergesst es. Wir spielen jetzt einfach regulär weiter. Nee, 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 nee. Zack. Was ist das hier eigentlich? Petrum hat den Namen des Begrabenen unlesbar gemacht. Das Mapping ist echt cool. Und du bist... Ja, naja. Erstmal kümmere ich mich um euch.
Die sind blau. Das heißt, wir brauchen rot. Das heißt, wir brauchen Feuer. Und was? Inventar halt. Monster hier machen echt eine Menge Schaden. Guckt euch das an. Das ist abartig. Limit? Okay, jetzt bin ich mir sicher. Zafrod hat doch ein paar kleine Sachen von Zelda abgeklaut. Ich kenne auch ein RPG-Maker-Spiel von Zelda, das ebenfalls ein Vasenspiel beinhaltet. Nein, ein Truhenspiel. Ein Vasenspiel nicht. Auf jeden Fall nicht so weit, wie ich jetzt bin. Das spiele ich gerade privat. Wenn es interessiert, The Legend of Zelda Dark Wrath. Einfach mal im RPG Maker dieser Riesen. Einfach mal im RPG Atelier eingeben und ja. Jedenfalls gibt es da auch ein Limit. Eine Attacke, naja. Udo! Miza zum Gruß, gut zu Fuß, Aljot. Udo, dass ich dich treffe. Ich habe gehört, dass du vom Pfad abgekommen bist. Ja, ich wurde mehrmals von Monstern angegriffen. Zum Glück konnte ich ihnen immer entkommen. Dennoch war es ein glücklich fügendes Schicksal, dass ich hier gelandet bin. Es ist die riesige Blume auf dem Hügel da drüben. Ich muss sie ausgraben und ihre Art bestimmen. Aber sie wächst einfach zu weit oben. Vielleicht schaffe ich es ja, sie zu erreichen. Warte mal kurz, Leute. Hals kratzt. Orangennektar. Ah, köstlich. Das wäre toll. Ich finde einfach keine Stelle, an der ich in den Felswänden hochklettern könnte. Okay. Verlass dich ganz auf mich. Ich habe Kletterausrüstung. Ich bin toll. Und bevor wir sie ansprechen, werde ich noch. Ja, bitte. So. Dies ist dein einzigartiger Gegner. Er erscheint nur an. Gegner? Ja, eine Blume ist ein Gegner. Er erscheint nur an dieser Stelle im Spiel und ist besonders stark. Oh. Bei diesen Gegnern ist das Flüchten immer möglich. Zudem verschwinden sie danach nicht. Jetzt nur noch abreißen. Hoppla. Round 1, fight! Das tat schon mal weh. Und die ist grün. Na, klasse. Wenn sie eine Farbe gehabt hätte, könnte man sie immer leichter besiegen. Komm, die kriegt ihr hin. Oh. Seht ihr die Lebensanzeige? Mhm. Machen wir mal Blitz. Sieht cool aus. Komm, Stein. Heiltrank. Wir brauchen wieder neue Heiltränke, oder? Oh, haben wir noch? Haben wir noch? Wir haben nicht. Das könnte knapp werden. Blitz! Okay, Aljot ist tot. Inventar. Phönixfeder. Ja, klasse, dass wir die jetzt schon verbrauchen mussten. Zauber. Stein. Angriff. Na, nochmal Stein. Na, endlich. Ich weiß, was wir jetzt dann machen werden. Wir werden zurück zum Gasthaus gehen, werden uns da Heiltränke kaufen und uns ausruhen.
Monsterblume erhalten. Erhalten. Mhm. Das war ein harter Kampf. Oh ja. Also. Ich habe die Pflanze. Die ist aber schön. Ist die Welt nicht voller Wunder? Wunderbar. Moment mal, du hast ja die Wurzeln abgerissen. Wie soll ich denn da in meinem Garten studieren? Ohne einpflanzen? Ups. Sie hat sich ein wenig dagegen gewehrt, ein wenig ausgegraben zu werden. Ein wenig. Vielleicht könnte ich sie auf Frieda schenken. Für deine Mühen hast du mir ein bisschen was verdient. Ein Malertrank erhalten. Heiltrank wäre mir im Moment lieber. Naja, Leute, ich schneid das kurz raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich auch wieder. Ich war jetzt unten bei dem Vasentyp seiner Frau, Dingsbums, und hab da geschlafen, hab ein paar Heiltränke gekauft und ja, jetzt müsste alles wieder gut sein. So, sagst du jetzt noch was? Ich wandere nun schon seit Tagen durch die Berge, aber ich finde den Weg zurück in das Ausbildungslager einfach nicht mehr. Ja, toll. Und jetzt? Was sagt uns das? Ach so, klar, wir können ihm ja noch die Karte geben, die sie uns unlängst gegeben haben. Ich habe da eine Karte. Diese Karte wird dich wieder sicher ins das Ausbildungslager zurückführen. Was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Hier, das brauche ich nicht mehr. Kaputter Kompass. Ah, nein. Die Karte ist gar nicht so leicht zu lesen. Ach Gott. Ah, da ist sie. Man sieht sich. Und er kann da einfach runterspringen. Haben die Leute in dem Spiel keine Kniegelenke oder warum können die von so weit runterspringen? Was ist? Oh. Ja, Aliot scheint teilweise Zusammenbrüche mit Visionen zu haben. Oh, der kleine Aliot. Lasst mich raus! Edward? Hä? Wie lange muss ich mir das noch anhören? Du schon wieder. Woostrain, was habt ihr mit ihm angestellt? Damit werdet ihr niemals durchkommen. Ihr Schufte. Schlimmen Finger. Ihr dürft keine Unschuldigen einkerkern. Wir sind doch aus Syra. Wir leben sogar auf derselben Insel. Niemand stört meine wohlverdiente Ruhe. Au! Kinderschänder! Das wird dir hoffentlich eine Lehre sein. Du kannst dich übrigens schon mal auf einen Umzug in eine flauschigere Zelle einstellen. Außerdem hat mir König Talin geraten, dich von einigen seiner sehr traurigen Erinnerungen zu lösen. Es gibt also einiges, auf das du dich freuen kannst. Ich bin gespannt. Nochmal kurz trinken. Ah, okay. Ja. Was ist los? Ach, nichts. Mir geht's schon wieder besser. Es war nur ein Albtraum. Ein Albtraum, mitten am Tag. Wir müssen weiter. Woran das liegen mag. Vielleicht finden wir es ja in der nächsten Folge heraus. Bis denn, Leute. Oder bis gleich. Was auch immer. Ciao.